Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt, ich bin der Geschäftsführer der Incentigy GmbH und heute zeige ich Ihnen den Lebensrisiko-Explorer. Wie Sie sehen, sehen Sie eine Karte von Deutschland mit ganz vielen Punkten. Die Punkte sind mein Bewegungsprofil aus dem Jahr 2015 und was das System jetzt gemacht hat, ist, es hat analysiert, welche Strecke ich zurückgelegt habe und wie gefährlich diese Strecke war. Was man hier oben im Menü sieht, ist, man sieht verschiedene Balken. Die Höhe der Balken repräsentiert die zurückgelegten Kilometer und die Farbe der Balken, also zum Beispiel gelbe Balken sind ungefährliche Tage und rote Balken sind sehr gefährliche Tage. Und in diesem Dialog hier unten links sieht man, dass zum Beispiel am 1.2. war ein versicherungsrelevantes Ereignis und zwar das Fahrsicherheitstraining beim ADAC. Dann bin ich häufiger im Gesundarium und trainiere meinen Rücken und dann habe ich Mitte September eine Kreuzfahrt gemacht. Und hier unten gibt es auch nochmal eine Zusammenfassung der verschiedenen gefahrenen Kilometer und damit bin ich in der Lage zu gucken, wie hoch mein Risiko ist. Was man jetzt machen kann, man kann hier oben per Drag and Drop den Schieber verschieben und damit kann man dann die Daten filtern. Also wir können ja mal gucken, ob wir am 1.2. Dieses Ereignis finden, wo ich beim ADAC Sicherheitstraining war. Und zwar damit gehen wir mal hier auf den 1. Februar. Das müsste der 1. Februar sein. Und wenn wir jetzt hier reinzoomen, dann sehen wir, dass das hier oben, dass ich hier eine Wegstrecke zurückgelegt habe zum Trainingszentrum. Genau, und wenn man jetzt hier reinzoomt, dann sieht man, dass hier ist die Teststrecke vom 1.2. und die ganzen Punkte zeigen, wo ich bin. Das zweite Ereignis, was ich mal zeigen möchte, und zwar, das ist Mitte September die Kreuzfahrt auf der Ostsee. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum September gehe und dann hier ungefähr einfach mal die zweite Hälfte auswähle, so und dann ein bisschen warte, dann lädt das System diese ganzen Ereignisse und wenn ich jetzt mal rauszoome und dann noch weiter rauszoome, dann sehe ich, dass in diesem Zeitraum auch einige Punkte hier um die Ostsee drumherum sind, hier in St. Petersburg, in Helsinki und Italien und dass man einfach sieht, wo ich war. Dieses Projekt ist entweder für Versicherungen einsetzbar oder was zum Beispiel auch noch eine Idee wäre, ist, dass man Eltern hier die Möglichkeit geben kann, das Risiko ihrer Kinder zu betrachten und dann damit die Kinder absichern kann. Momentan bin ich da auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. Aktuell ist es so, dass Versicherungen davon nicht so begeistert waren, wie ich gehofft habe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, Sie demnächst zu sehen. Tschüss!